herzliches Willkommen, meine Lieben. Wir sind beim Taroskop mit Ella in der Kalenderwoche 6 vom 7. bis 13. Februar 2022. Die Sonne ist weiterhin im Wassermann und wir haben ja Mars und Jupiter gehabt, die uns da schon ein bisschen beflügelt haben. Dann haben wir jetzt vom 7. bis 9. Mars und Uranus, die uns da, ja, ich sag mal, den Schub geben, etwas zu verändern, etwas Neues zu fördern, umzusetzen, also nicht nur zu planen, vorzubereiten, sondern tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und am 11. haben wir eben auch Merkur, Pluto, da können Entscheidungen getroffen werden, da können Dinge, ja, geregelt werden, man kann sich verbal gut ausdrücken, man kann die Dinge beim Namen nennen und man kann sie natürlich umsetzen. Das ist schon gar keine schlechte Energie, das ist der Freitag, der 11. Und wir haben natürlich auch, ich schaue mal gerade, ja, wir haben auch schon mal Dinge, die nicht so optimal laufen, aber das ist ja immer so. Und wir wollen mal schauen, wie das im Einzelnen aussieht, aber grundsätzlich haben wir auch Unterstützung, Mond im Stier vom 7. bis 8. und vom 9. bis 11. Mond im Zwilling. Das macht ein bisschen nervös, da muss man Acht geben, aber es macht auch kommunikativ. Und am Wochenende haben wir dann Krebsmond. Das passt sehr schön. Das ist dann auch sehr familiär, sehr entgegenkommend. Ja, und wir schauen uns das natürlich jetzt astrologisch auch nochmal für die einzelnen Sternzeichen an. Und im Anschluss geht's in die Kartenlegung für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis gleich. Schönen guten Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind in der Wochenlegung KW6 vom 7. bis 13. Februar 2022. Die Sonne bestrahlt dich natürlich noch. Da hast du Power, da hast du Kraft. Auch wenn sonst Mars, Venus und Merkur sich im Steinbock vergnügen und dafür Routine sorgen. Aber wir kommen erstmal so ein bisschen zu den anderen Planeten. Jupiter in den Fischen hat erstmal keinen direkten Einfluss. Saturn sorgt dafür, dass du auf die Dinge achtest, die wichtig sind, dass du nicht aufgibst, dass du kontrollierst, dass du überprüfst, was ist realistisch und was nicht. Und Uranus will natürlich, ist ja auch dein Heimatplanet, dass du die großen Veränderungen bringst. Ja? Nun sollte man aber da ein bisschen achtsam sein, denn auch die Mitmenschen können davon überfordert werden. Und wenn man zu hochfliegende Pläne hat und die anderen einen nicht folgen können, dann kann es zu großem Widerstand führen. Also sei da bitte ein bisschen, sagen wir mal, sensitiv. Ja? Neptun ist auch gar nicht vorhanden praktisch. Hat keinen Einfluss und ja, macht dann auch den Blick frei fürs Realistische. Pluto befindet sich im Steinbock und sorgt dann eben auch im Umfeld für Veränderungen, die auch nicht rückgängig gemacht werden können. Macht und Kontrolle spielen eine Rolle, aber es könnte sein mit dem Geist von Uranus, dass du da so ein bisschen Schwierigkeiten hast, dich einzufinden. Ja, wie gesagt, Mars, Venus und Merkur im Steinbock, Erdenergie, Pragmatismus. Was haben wir jetzt für diese Woche für den Wassermann? Es geht um Routine. Das ist jetzt nicht so deine Welt, nicht das, was du gerne hören möchtest. Aber versuche einfach zu sagen, okay, ich ziehe das durch, ich kriege das hin und die schönen Seiten kommen ja noch. Ja? Und es kann auch, wie gesagt, dazu kommen, dass sich die ein oder andere Sache verändert oder irgendwas nicht klappt oder so, nicht aufgeben. Saturn sorgt schon dafür, dass du dranbleibst und dass du dein Ziel auch erreichen wirst, aber eben auch manchmal auf Umwegen. Und natürlich auch immer schön aufpassen, dass man die Kontenance bewahrt. Ich sage das immer so, es bedeutet nämlich, möglichst freundlich zu sein zu anderen, auch wenn man richtig wütend ist. Ja, also es ist schwer manchmal, aber es lässt sich einrichten, weil man mit Zorn oder Wut nicht so viel erreicht wie mit Scham. Und das würde ich dir für diese Woche einfach auch ans Herz legen. Schauen wir uns an, was die Karten dir zu bieten haben. So, mein lieber Wassermann, dann schauen wir uns an, was wir in dieser Woche der KW6 vom 7. bis 13. Februar für den Wassermann
in der allgemeinen Kartenlegung haben. Es gilt natürlich, du entscheidest, die Karten sagen dir nur, worauf sie dich aufmerksam machen möchten. Was du daraus machst, wie du das umsetzt, bleibt natürlich dir selbst überlassen. Du musst das jetzt nicht genauso machen, nur wenn es dich anspricht und du sagst, das ist genau mein Ding. Wir schauen uns an, was für eine Energie wir in dieser Woche für den Wassermann haben. Und es ist die 2 der Luft, die Unentschlossenheit, die Zurückhaltung. Vielleicht will man noch keine Entscheidung treffen. Das muss nichts Schlimmes sein. Man ist sich nur noch nicht sicher vielleicht. Wir haben auch ein bisschen Unruhe, ein bisschen Langsamkeit durch die Erdenergie. Wir haben ja alles im Steinbock sozusagen, außer der Sonne. Und die beflügelt dich natürlich. Wie siehst du dich denn selbst? 5 der Luft, also ein bisschen kritisch. Vielleicht gilt es auch, ein paar Dinge aus der Welt zu schaffen oder zu klären. Dein Wunsch ist Geduld, die brauchst du auch, ja. Also der Wunsch ist nicht abwegig. Hoffnung und Ängste haben wir der Gehängte. Das bedeutet, sich den Überblick verschaffen. Wie hängen die Dinge zusammen? Wie kann man was ändern? Wo kann man was ändern dran? Weil es gibt natürlich immer wieder Dinge, an denen man nicht so viel ändern kann. Gut für dich ist Liebe, Zuwendung. Sowohl die, die du gibst, als auch natürlich die, die du erhältst. Und Liebe in all ihren Formen. Nicht gut für dich ist der Turm. Platz schaffen für Neues, etwas einreißen, vielleicht auch etwas hinter sich lassen. Ausgang ist die Transformation. Transformation ist sowieso im Gange, mit Uranus auch. Und ich denke, dass da einiges noch zu tun ist. Aber es geht halt aufgrund der Erdenergie nicht so schnell, wie man das vielleicht gerne hätte. Gut, das kann dich natürlich auch hier ein bisschen kritisch machen, wenn es dir alles zu langsam geht und du nicht das Gefühl hast, von der Stelle zu kommen. Nachvollziehbar, aber nicht wirklich wirkungsvoll, wenn man dann, ich sag jetzt mal, sauer wird oder so. Schauen wir uns an, welche Energie dir entgegenkommt in dieser Woche. Was hat der Wassermann von seiner Umwelt zu erwarten in dieser Woche? 9 der Schwerter hatten wir ganz oft in vielen Legungen. Es geht um die Sorgen und Nöte, die der Einzelne hat. Kann natürlich auch dazu führen, dass man mit sich selbst beschäftigt ist. Die 9 der Schwerter besagt aber auch, dass man sich austauschen soll, sprechen soll. Vielleicht sprechen ja auch einige Leute mit dir über ihre Sorgen. Schauen wir uns an. Das Ass der Münzen. Ein Neubeginn in Sicherheit und Stabilität, aber eben sehr, 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 sehr langsam. Wir haben die 4 der Münzen, mit Geldausgaben aufpassen, ja, an Dingen festhalten, sich natürlich um das Pragmatische kümmern, die Einzelheiten, die Details und natürlich auch an der Geduld festhalten. Ein leidenschaftlicher Neubeginn schwebt dir vor, aber du brauchst erst einen Überblick darüber, wie hängen denn die Dinge zusammen. Wir haben die 8 der Kelche, du möchtest etwas hinter dir lassen, was sich vielleicht nicht bewährt hat, kann in Liebe sein, muss aber nicht, kann auch was anderes sein, wo du dich gefühlsmäßig distanzierst. Wir haben die Nostalgie. Vielleicht willst du dich von der Vergangenheit verabschieden, vielleicht willst du die endlich loswerden und vergessen, wenn wir die 8 der Kelche nehmen. Und wir haben den Turm noch einmal. Ja, du willst wirklich das Alte aus der Vergangenheit wirklich loswerden. Ausgang hier. Ritter der Kelche, liebevolles Entgegenkommen, eine Entschuldigung, ein Angebot, je nachdem. Okay, es kann zu Kritik kommen in dieser Woche, wenn du zu hastig voranprescht und vielleicht auch ein bisschen eigenwillig rüberkommst. Ja, wir schauen mal. 5 der Schwerter, du siehst dich selbst so. Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt in Einklang und 7 der Münzen. Es ist wichtig, sich um jedes Detail zu kümmern und sowohl Gefühl als auch Sachverstand mit einzubringen. Das sind die Karten, die dir das sagen. Um vielleicht auch kritische Punkte, wie gesagt, zu bereinigen. Geduld. Ass der Münzen und 3 der Münzen. Bedeutet, langsam machen. Ein Neubeginn ist möglich, aber nur mit Geduld und mit dem richtigen Team, mit den richtigen Leuten, die dich dabei unterstützen und die du natürlich unterstützt. Der Gehängte in Hoffnung und Ängste, Wahrheit und Klarheit, Königin der Schwerter und die 3 der Schwerter. Bedeutet entweder, die Wahrheit gefällt dir nicht, was du siehst, wenn du dich, ich sage jetzt mal, aus dem Geschehen rausnimmst, das Ganze aus der Ferne betrachtest, oder das, was du siehst,
stellt vielleicht auch Dinge dar, mit denen du dich nicht gerne befassen möchtest. Ja? Drei der Schwerter sind schmerzhafte Dinge, Enttäuschungen, Dinge, denen man sich nicht stellen möchte. Ja? Es kann schmerzhaft sein, die Erkenntnis zu haben, dass man einen Fehler gemacht hat oder dass man vielleicht sich falsch hat informiert oder irgendwo die falsche Entscheidung getroffen hat. Das wäre möglich. Es ist in Hoffnung und Ängsten. Liebe, die 7 der Stäbe und die 4 der Schwerter. Da ist Widerstand. Es kann dein Widerstand sein, du willst dich vielleicht mit Gefühlen nicht auseinandersetzen. Es gilt darüber in aller Ruhe nachzudenken und vielleicht das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, würde ich mal sagen. Der Turm, 4 der Münzen und Page der Stäbe. Du hältst an deinen Vorhaben fest und ich glaube, dass du vielleicht möglicherweise die falschen Dinge opfern könntest mit dem Turm. Wir haben den Turm zweimal. Der Turm ist meist etwas, man sagt ja, Platz schaffen für Neues. Aber man kann mit dem Turm auch etwas auslösen, was weniger positiv ist. Vielleicht ist man auch ein bisschen zu egoistisch. Je nachdem, was es betrifft. Der Turm ist nicht gut, das heißt, die Dinge, die da sind, die haben noch irgendwas, was von Wert ist oder womit du dich noch beschäftigen solltest. Transformation, 10 der Münzen und Ass der Schwerter. Da kommt die Klarheit zur Sicherheit und Stabilität. Die Transformation, je nachdem, was das für Auseinandersetzungen sind, mit sich selbst, mit anderen, mit der Situation. Ich glaube, dir wird am Ende der Woche einiges klarer sein. Das ist gut, das ist Sicherheit und Stabilität in Beziehungen genauso wie in Finanzen. Ass der Münzen, der Herrscher und der Ritter der Kelche. Da ist ein Angebot. Möglicherweise von einer Firma, einem Unternehmen, einem Chef sozusagen für eine mögliche Position, wenn du das möchtest. Es kann auch Verantwortung sein, die du übernehmen sollst, aber es ist eben pragmatische Energie. Es ist vielleicht etwas, was jetzt nicht besonders aufregend ist als Job zum Beispiel. Es kann eben auch die Verantwortung übernehmen bedeuten für dich. 4 der Münzen, Königin der Münzen und 4 der Kelche. Da haben wir entweder, dass man sparsam sein sollte, nicht zu optimistisch das Geld ausgeben sollte. Da ist eine gewisse Unzufriedenheit drin. Es könnte auf der einen Seite bedeuten, dass du Geld ausgibst, um ja, Unzufriedenheit anderweitig zu besänftigen, also so eine Ersatzhandlung. Oder es ist so, dass dir ein bisschen der Optimismus abhanden gekommen ist. Dass du eben nicht so glücklich bist mit der Entwicklung oder das Angebot nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Ass der Stäbe, da ist der Mond und da ist die Transformation. Ich glaube, es brodelt ein Stück weit in dir, auch hier, was die Erkenntnis betrifft. Da sind ein paar ungute Gefühle, die du einfach nicht los wirst und es macht dich wütend. Du möchtest die Veränderung jetzt und hier und sofort. So sehe ich das. Aber man sollte mit der Königin der Schwerter natürlich aufrichtig und ehrlich zu sich sein, ob man auch seine eigenen Schwächen, seine eigenen Fehler dabei mit berücksichtigt hat. 8 der Kelche, die Liebenden und der König der Münzen. Man wendet sich von etwas ab, was einem möglicherweise Sicherheit und Stabilität geboten hat, könnte sein. Man möchte was Neues machen oder man geht auch ein Risiko ein. Man verlässt die gewohnten Bahnen. Was Neues muss her. So, da haben wir auch Nostalgie. Da haben wir die 8 der Kelche und da haben wir die 4 der Stäbe. Könnte sein, dass du Hausheim, Familie zum Beispiel in eine neue Stadt verlässt oder ins Studium oder so. Du möchtest das hinter dir lassen. Okay, da haben wir den Turm. 6 der Schwerter und 9 der Schwerter. So. Da haben wir du möchtest in ruhigere Gewässer schippern, aber ein bisschen Angst schwingt da doch mit oder Bedenken. Ja? Es ist die Außenenergie. Vielleicht machen sich auch ein paar Leute Sorgen um dich. Das solltest du bitte nicht einfach so abtun, sondern du solltest da auch drüber sprechen. Ritter der Kelche, König der Stäbe und König der Schwerter. Da haben wir Klarheit und Wahrheit. Da haben wir auch Optimismus und Anpacken. Ja? Da geht es auch um Gefühle. Es geht um Gefühle auch. Da sollte man klare, wahre Worte sprechen, möglicherweise bezüglich des Angebots, möglicherweise auch in Bezug auf
deine eigenen Gefühle, die dich hier so ein bisschen belasten, ja, um da eine Loslösung von diesen Dingen mit der Acht der Kelche auch zu erlangen, sich davon zu befreien. Aber du bist eben in dieser Woche noch etwas unentschlossen und vielleicht sorgen die Sorgen der anderen dafür, dass du in deiner Entscheidung ein bisschen zurückhaltender bist. Wäre möglich, ja. Aber wie gesagt, die Entscheidung triffst du. Ich kann dir nur sagen, was ich hier in den Karten sehe. Ich glaube, dass du bestimmte Vorstellungen hast, wie etwas zu sein hat und dass du bestimmte andere Dinge aus der Vergangenheit einfach nicht sehen möchtest. Ja? Du möchtest das nicht angehen, du möchtest dich nicht darum kümmern, aber es brodelt. Ne? Ass der leidenschaftliche Neubeginn ist von unguten Gefühlen begleitet und könnte eben auch die Transformation ein Stück weit gefährdet, die Erkenntnisse kommen, ob du dich jetzt damit befasst oder nicht. Schauen wir mal. Die Karte, die wir haben, ist der Elefant. Lerne aus der Vergangenheit. Okay, lernen kannst du nur aus der Vergangenheit, wenn du dich auch mit ihr beschäftigst. Also wenn du sie jetzt nicht von dir weißt. Und deswegen ist der Turm wahrscheinlich auch nicht so gut, weil du die Vergangenheit einfach verdrängst, anstatt sich mit ihr auseinanderzusetzen. Schauen wir uns an. Was sagt die Schutzbotschaft? Fühlst du dich unwohl mit einer Tradition, einer Gepflogenheit oder Gewohnheit, die nicht mehr dem entspricht, wer du bist? Wünschtest du, die Vergangenheit auslöschen zu können, damit sie dich nicht länger quälen kann? Der Geist des Elefanten ermutigt dich dazu, eine andere Geschichte zu schreiben und die Gepflogenheiten auf eine Weise abzuwandeln, in der die Tatsache, dass wir uns alle weiterentwickeln, Berücksichtigung findet, denn Wandlung ist unser Wesen. Der Geist des Elefanten fordert dich auch dazu auf, deine Erinnerungen nicht zu zensieren. Denn wenn du das Gute oder das Schlechte ignorierst, wird dich das davon abhalten, an Weisheit und Stärke zu gewinnen. Baue auf dem Besten aus deiner Vergangenheit auf, lerne aus dem Schlechtesten und gehe mit Würde der Zukunft entgegen. Mit dem Geist des Elefanten an deiner Seite, der die Erinnerung an die Wahrheit bewahrt und deine Weisheit und Stärke zu würdigen weiß. Das ist es ja, wenn wir Lektionen erlebt haben, die unschön waren, wir verdrängen sie, wir wollen uns nicht damit befassen, dann kommen sie immer wieder auf uns zu. Sie werden uns sozusagen verfolgen. Wir werden diese Lektion immer und immer wieder vorgesetzt bekommen und deswegen macht es keinen Sinn, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Das ist mein Ratschlag für dich. Wie du dich entscheidest, bleibt natürlich dir überlassen. Aber es ist schmerzhaft manchmal, ja. Aber es ist eine Erkenntnis und die ist wichtig. Und auch hier, dein leidenschaftlicher Neubeginn ist von unguten Gefühlen und Dingen aus der Vergangenheit, wie ich finde, so ein bisschen überschattet. Ja? Und das sollte man vielleicht bereinigen, klären. Und hier haben wir ja die Transformation. Ja? Und die findet nur statt durch die Klärung. Aber du entscheidest, ob du das machen möchtest oder nicht. Da kann dir keiner reinreden, aber vielleicht erinnerst du dich dann irgendwann an diese Worte. Es ist keine böse Fügung oder so. Es ist nur oft so, wenn man sich vor etwas verkrümelt und sich davor duckt, irgendwann holt es einen ein. Das ist das Problem an der Sache. Und vielleicht ist das in dieser Woche halt das Thema, mit dem du dich auseinandersetzen solltest. Ich bin gespannt, was du sagst, wie du die Woche erlebst, ob das so stimmt für dich. Und ich würde mich über Kommentare freuen, wenn du was dazu zu sagen hast, was sagen möchtest. Vielen Dank auch an die, die es bisher schon so oft getan haben. Ich freue mich immer über Rückmeldungen. Und wenn es dir gefallen hat und du eine wichtige Erkenntnis oder irgendeinen Hinweis für dich daraus ziehen konntest, dann lass gern ein Däumchen hoch da. Ich wünsche dir eine möglichst angenehme, erkenntnisreiche und erfolgreiche Woche und sag bis bald. Musik.